So, wir kommen zu unserem letzten Künstler. Ja, tolle Reaktion von Ihnen. Man muss auch im Leben genügsam sein. Und wir, ich war vor kurzem in Nordrhein-Westfalen, wirklich so Preußentum habe ich da gespürt und man nennt uns dort wirklich die Buddhisten Europas. Ja, ist wirklich so. Aber ich bin dann draufgekommen, wir sind ja viel bessere Buddhisten, wir Österreicher, als die Buddhisten an sich. Ja? Weil die Buddhisten sind mit sehr wenig zufrieden, wir Österreicher sind mit gar nichts zufrieden. Das wissen die dort oben in Nordrhein-Westfalen. Gut. So, liebe Freunde, jetzt kommt ein richtiger Mann nochmal auf die Bühne. Ist ein richtiger Mann. Da geht mal den Berg und schaut hoch, schaut auf den Berg, schaut hoch. Denkst du, ist der Mensch, wie klein, der Mensch ist nicht so klein. Ja, Meister, da kannst du fast aufstehen. So, aus Tirol. Und das ist sozusagen nochmal, wie sagt man denn, die Kirsche auf der Torte. Also sozusagen nochmal, so richtig nochmal das Highlight des heutigen Abends. Nochmal einen kräftigen Applaus und richtig, richtig Vollgas nochmal für Daniel Lenz, Ladies and Gentlemen. Hey! Ja, danke. Das war schon sehr nett. So, Tiroler. Hätte ich jetzt noch sagen können, so, bist du Tiroler, bist du Mensch und so, und kein Tiroler und Arschloch, hätte man noch sagen können. Das war auch nicht angekommen, siehst du, hätte man auch lassen können. Okay, passt. Ich sag's ja nicht, das wird uns immer gesagt, immer, dass wir Tiroler so sein und dass wir die Wiener nicht mögen, stimmt ja nicht, wir mögen es ja nicht ganz so. Aber nicht mehr so schlimm wie früher. Okay. Ich rede auch viel Scheiß am Anfang, Entschuldigung, es tut mir leid. Normalerweise soll da jeder Viertelstunde spielen, ich hoffe, ich halte es auch ein, weil ich bin aber der Letzte. Das heißt, das ist dann blöd für euch. Ich muss auf keinen mehr Rücksicht nehmen, der nach mir spielen will oder so weiter. Das kann einfach passieren. Okay. Ich sage so ein bisschen was aus meinem aktuellen Programm. Das ist, heißt voll the App, weil ich mir gedacht habe, ich möchte irgend so ein Programm machen, so irgendwo total hip sein. So. Haben sie gesagt, mach ein Programm mit über Smartphone, Tablet und so. Da kommen dann die ganzen jungen Leute und so. Wie Musik funktioniert es nicht, aber es ist. Nein, also echt, die gehen in Kabarett. Da kannst du machen, was willst. Das ist, die gehen lieber so. In Salzburg habe ich gesehen, wie ich reingefahren bin. Hier kommt der erste österreichische Horrorzirkus ist bei euch. Wahrscheinlich sind die da alle heute, die ganzen Jungen. Beim ersten österreichischen Horrorzirkus. Hab's auch schon überlegt. Gehen wir Kabarett oder so. Nein, doch lieber Kabarett, Horrorzirkus. Das ist. Wird heute schlimmer vielleicht doch. So, okay. Gut. Und da habe ich so verschiedene Sachen, habe ich so über Apps natürlich und so da geforscht und so weiter. Und habe dann auch wirklich eine App gesucht, wo es so darum geht, wenn man so als Mann jetzt vor allem unter dem Zwang ist, unter dem Zugzwang, so wenn man nach Hause kommt nach einem harten Arbeitstag, oder wirklich so 8 Stunden voll eingebuckelt hat, volle, ja, sich die Bandscheibe ruiniert hat, oder volle, wenn ich 8 Stunden im Büro, am Schreibtisch, beim Computer, beim Solitär spielen, so 8 Stunden lang und die Bandscheibe hupft, und da kommt man heim und dann die Partnerin sagt, magst du nicht einmal so unser Liebesleben, magst du nicht ein bisschen was einfallen lassen, und denkst, boah, da hör mal auf, nach 8 Stunden, ich bin total fertig und so, ich lasse jetzt da keinen Don Juan Di Marco aus, da gibt's nicht irgendwie, gibt es nicht eine App, das irgendwie da mir ein bisschen hilft, so, dass unsere Liebesbeziehung wieder ein bisschen auffrischt, so den Sex und so. Und da habe ich nachgeforscht und habe eins gefunden. Das möchte ich gerne vorstellen, weil vielleicht haben wir ja, ist ja eine Zielgruppe heute da. Nein, ich frage jetzt nicht, braucht es bei mir gibt es kein Aufzeigen, mir ist es nicht, gell. Und das Blöde ist jetzt nur, das App vorstellen ist jetzt blöd, wenn ich allein jetzt auf der Bühne bin. Und meine Freundin ist jetzt nicht mitgefahren, heute nach Salzburg daher. Und deswegen gibt es Freiwillige, also gibt es wen, der mit mir das, also nur rein platonisch, da passiert gar nichts. Das ist wirklich nur so, wir gehen gemeinsam das App durch, damit die Leute sehen, so funktioniert das ungefähr, könnte man vorstellen, laut aber oder so, Schatzi oder so, irgend sowas. Gibt es Freiwillige? Nein. Ja, das ist. Sabine wäre jetzt, genau. Hätte ich sowieso gefragt, weil das ist der einzige Name, den ich heute gewusst hätte. Sabine.
Ich frage trotzdem mal, gibt es niemanden? Da, wie gesagt, es kann nichts passieren. Ich hole jetzt noch einen weiteren Stuhl darauf. Wir sitzen auch ganz weit auseinander, damit ja nichts passiert. Und außerdem, jetzt seid ihr mir nicht böse. Also ihr habt da ja irgendwie 80 Zeugen, so wegen sexueller Belästigung und so weiter. Da kann nichts passieren, das würde ich nie machen. Ja? Deswegen, also niemand freiwillig. Kann nichts passieren, ist ja gar nicht schlimm. Ist nur wirklich nur so, das App durchgehen, so, Sabine. Das muss wirklich nicht sein. Das heißt, du hast ein ausgefülltes Sexualleben. Ja, das ist. Sabine. Nimm doch Platz, Sabine. Genau, wir haben uns schon kennengelernt. Du hast ja nicht gedacht, dass ich da heute auf der Bühne bin. Das ist blöd, gell, wenn man mit Künstlern. Das ist vielleicht gescheiter. Sage ich noch ganz kurz dazu. Okay, aber Sabine, es kann nichts passieren. Wie gesagt, das ist, ist ja nicht das erste Mal, dass ich das heute mache. Ja, ich habe schon mit anderen öfter schon auf der Bühne gemacht, mit dem App. Lachst nur du und sonst niemand. Wahrscheinlich sind alle so, um Gottes Willen, was passiert da jetzt und so weiter. Okay? Das ist der Freund. Darf ich fragen, ist das der Freund? Ja. Ja, der Mann. Der Mann? Ist nicht, die Begleitung. Genau. Das ist. Also, seid ihr zusammen? Nein. Nein, ihr seid wirklich befreundet. Okay. Also noch. Nein, also ich frage das noch immer. Das macht es mir wieder leichter, weil, wenn du jetzt der Ehemann wärst, was meinst du, wie oft? Eben, genau, richtig. Die schauen dann immer ganz besser auf und so weiter. So, ja, komm du noch nach dem Auftritt von der Bühne. Und so. Deswegen ist es viel entspannter jetzt für uns zwei, glaube ich. Okay. Da, es wird mit gefilmt, aber wir machen schwarze Balken drüber. Keine Ahnung. Über die wichtigen Stellen oder so. Nein, also ich würde es auch gar nicht online stellen. Also das ist ja fast wie. Okay, ich starte mal das App, Sabine. Okay, gut. Okay, geht's los? Okay. So, schauen wir mal. Willkommen bei Willkommen, dem App für besondere Menschen. Ja, so. Geben Sie die Anzahl der Teilnehmer ein. Okay, die Anzahl. Ja, möchte noch jemand einsteigen? Ich weiß nicht, so eine Frage mal. Also, Freund, bekannte Freund, nein, niemand. Nee, ich frage nur einmal. Es ist nur pro forma, also es ist normalerweise. Okay, nein, niemand. Okay, also zwei. Okay, Sabine, zwei. So, gut. Geben Sie bitte die Gesamtdauer des Liebesaktes ein. Sabine, was meinst du? Du willst das eher schnell hinter dir bringen. Also, ich frage es mal, darf ich fragen, bist du in einer Beziehung? So? Das macht dich schon wieder verdächtig. Es ist so, wie es ist, gell? Nein, ich frage jetzt nur so, weil dann hätten wir einen Anhaltspunkt, weißt du? Wenn du in einer Beziehung bist, dann sagst du ja, okay. Das heißt, gilt eine Sexaffäre als Beziehung? Ja, das gilt, das natürliche Affäre gilt auch als lose Beziehung. Hast du eine Affäre? Genau. Und wie ist da so ungefähr der Standardwert? Mehr oder weniger wie 3 Minuten, wo liegst du ungefähr? Was? Mehr oder weniger wie 3 Minuten. Also wenn man über. Also worum es jetzt geht. Na mehr, eben, genau. Also es ist, ich hätte das auch gedacht. Es bleibt auch harmlos, ist kein Problem. Ich sag dir ganz ehrlich, damit wir ganz fair bleiben, ich bin der 3-Minuten-Typ, wirklich. Bei mir geht nichts länger. Also wirklich 3 Minuten, dann sage ich zu meiner Freundin so, ja, Schatzi, das ist schon die lange Version, das ist Vorspiel, Tantra, alles in Ordnung. Okay, also da braucht sie sich nichts mehr erwarten. Ja? Deswegen, nehmen wir so 3 Minuten, ist gut, oder? Okay, gut, nehmen wir 3 Minuten. Na, du kannst da lügen. Das geht. Mit oder ohne Vorspiel, Sabine? Also eigentlich ohne. Ohne? Ja, dann dauert es sicher keine 3 Minuten. Ja, sagen wir da 20 Sekunden, okay. Okay. Ohne Vorspiel, okay. Gut, ich bin auch schon total erregt, also ich brauche das auch nicht. Gell? Okay, ja. Entschuldigen Sie sich nun bitte Ihrer gesamten Kleidung. Genau. Die Teilnehmer bitten wir, die Socken nicht zu vergessen. Boop. Sie sind nun erregt und nackt. Die zwei wichtigsten Voraussetzungen für einen gelungenen Geschlechtsakt. Okay. Wählen Sie jetzt bitte die gewünschte Stellung aus. Oh, da gibt es jetzt Vorschläge. Pass auf, ich lese dir was vor. Entweder der große Wagen oder der betörende Schmetterling. Zum Beispiel, hätten wir. Was hättest du denn gern, Sabine? Den großen.
Den großen Wagen hätte ich auch gedacht. Den großen Wagen. Ja, hätte ich auch genommen. Großen Wagen. Okay. Was mit den Sternen zu tun. Okay, passt. Nehmen wir den großen Wagen. Okay. Für diese Stellung sind Sie leider zu wenig Teilnehmer. Ach. Scheiße. Okay, dann müssen wir, doch, dann nehmen wir, müssen wir doch was anderes nehmen, Sabine. Tut mir leid. Okay. Nein, nein, es ist komplett. Also, ja. Es hängt immer vom Betrachter aus. Okay, gut, dann nehmen wir was anderes. Ich habe da noch zum Beispiel das Horn des Einhorns oder Katze und Maus teilen sich ein Loch. Und mit dem Schmetterling, das ist schon vorbei. Mit dem Schmetterling, das können wir auch nehmen. Nehmen wir das Schmetterling. Also nicht Katze und Maus teilen sich ein Loch. Falls sich jemand fragt von euch, was hat der denn Scheiße und so weiter, ist nichts erfunden, das ist aus dem Kamasutra raus. Also wirklich, das gibt's alles. Könnt ihr mal nachschauen, die Bildel, ganz lustig, ganz lustig. Katze und Maus teilen sich ein Loch, ist glaube ich nicht so leicht. Okay. Schaut euch die Bildel an. Okay, wir nehmen den betörenden Schmetterling, gerne, Sabine. Okay, so los geht's. Zuerst setzt er sich so hinters ein Bein ausgestreckt und das andere angewinkelt ist. Sie greifen nun mit den Armen durch das angewinkelte Bein und stößt. Du kannst mitmachen ein bisschen. Also ich weiß, es ist nichts da, es ist kein Video, weißt du? Ich weiß auch nicht, was... Das Bein und das andere über die rechte Schulter. Die rechte Schulter. Also beide diametral zum Becken des jeweils anderen. Diametral zum... Unterstützen Sie Ihr Liebesspiel durch herzhaftes Stöhnen, wie zum Beispiel O oder A. Also, was nimmst du? Nimm ich A, okay, passt. Jetzt geht's los. Und vor, ah. Zurück, vor und ah. Zurück und vor ah. Zurück. Ah. Das Tempo. Du kannst es auch. Oh oh. Zurück. Ich kann es nicht stoppen. Die 3 Minuten. Was, redst du immer so viel? Das ist ja Wahnsinn da. Da ist Gott sei Dank. So. Zack, ist schon fertig. Schau, 3 Minuten. Sabine, Applaus für Sabine. So. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, ich begleite da noch runter, vorsichtig so. Puh. Boah, puh. Also ich hab eine Kuss-App wäre dir lieber gewesen. Ja, aber wie hätte man jetzt eine Kuss-App machen? Das stimmt. Ich habe gar nicht so viel gesagt. Also, da könnte man jetzt böse sein, ich bin es nicht, aber ich sage es trotzdem. Da weiß man, wieso bei euch es länger wie 3 Minuten dauert, das ist ganz klar, oder? Bis ich mal besprochen habe, was da jetzt. Okay. Aber trotzdem sehr nett gemacht. Vielen Dank. Ja. Es gibt ja dann, möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, vielleicht, weil Siri kennt jeder wahrscheinlich, oder? Siri kennt es, am iPhone gibt es Siri, so Sprachassistentin. Bei Amazon gibt es die Alexa, die auch ganz viele Sachen bestellt, wenn mir was sagt und so weiter und so fort. Ja, und dann gibt es auf Google gibt's auch eine, aber ich weiß nicht, wie die heißt, das weiß aber niemand. Weiß es jemand von den Google-Handys, wie die heißt? Hey Google. Heißt ihr Hey Google? Ja, einfallsreich, also wie Google halt. Ja. Okay, und ich habe man kann ja die Assistentin was fragen, das kennt ihr auch, oder? Dass man einfach so Sachen fragt, zum Beispiel, wie wird das Wetter und so, das kennt ihr alles, oder? Man kann aber zum Beispiel auch so Sachen fragen, wie zum Beispiel, was hast du an? Warum fragen mich die Leute das immer wieder? Genau, also man kann die was fragen und da gibt sie Antworten. Zum Beispiel auch etwas, so etwas wie, wer ist der Schönste im ganzen Land? Du und nur du allein sollst am schönsten von allen sein. Schön, gell? Ja, genau. Kennst du das? Weil wenn es alle kennen, brauche ich nicht weitermachen. Das nennt man Easter Eggs, Ostereier. Haben Sie schon mal? Da haben sich die Programmierer gedacht, wenn so ein Vollidiot wie ich so depperte Sachen fragt, dann bekommt er auch blöde Antworten. Ja? Und wenn man sowas so fragt wie zum Beispiel, wer ist der Schönste im ganzen Land, kann man auch nochmal fragen, weil manchmal gibt es mehr Antworten, wie zum Beispiel... Wer ist der Schönste im ganzen Land? Schneewittchen, bist du das? Ja, okay, ich merke schon, ihr seid schon ein bisschen ein härteres Publikum. Da muss man ein bisschen mehr liefern. Okay, man kann auch zu Siri sagen zum Beispiel, ich liebe dich. Ah, das sagst du sicher zu allen deinen Apple-Produkten. Man kann aber natürlich auch, haben sich die gedacht, wenn man ein bisschen... Wenn es ein bisschen tiefer wäre, zum Beispiel, dass man sagt, zum Beispiel zu Siri sagt, sag etwas Schmutziges. Humus, Kompost, Schlamm, Schotter, Bimsstein. Und die haben gedacht, das kann so nicht sein, da muss man noch einmal fragen. Ja? Sag etwas Schmutziges. Der Teppich müsste mal wieder gesaugt werden. Also, ja, kommt.
Man kann noch weitergehen, man kann auch sagen, ich möchte Sex mit dir haben. Lass mich mal drüber nachdenken. Mhm. Nein. Okay, für euch war schon was dabei, noch nicht? Okay, es sind doch ein paar intellektuelle Leute, da muss man sagen. Also für die, die wirklich ganz was Intellektuelles brauchen. Pass auf, da habe ich was. Was gibt 0 geteilt durch 0? Stell dir vor, du hast 0 Kekse und verteilst sie gleichmäßig auf 0 Freunde. Wie viele Kekse bekommt jeder? Siehst du, das macht keinen Sinn. Und das Krümelmonster ist traurig, weil es keine Kekse mehr gibt. Und du bist traurig, weil du keine Freunde hast. Ist mal geil, oder? Ja, genau. Deswegen, mein Vorschlag, wer iPhone hat, probiert Sachen aus. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen. Also noch viel mehr als wie das. Wem nichts einfällt, geht es ins Internet. Da kann man Sachen fragen, nachlesen und so weiter und so fort. Probiert einfach mal Sachen aus. Ganz tolle Sachen. Wie zum Beispiel zum Abschluss: Rap für mich. Alles klar. Ich habe mir da was ausgedacht. Mit etwas Hilfe von EFF und Sido. Ich höre auf deine Stimme, auf deinen Wegen. Sag, soll ich schweigen oder plaudern? Was wirst du fragen? Was kommt danach? Wie ist das Wetter? Ist mein Freund immer von 100 Millionen Fragen? Es geht vor und auch zurück. Das ist mir Reise mit Watch und Karten, Herzschlag und Kalender. Hör auf meine Stimme. Hör, was sie dir sagt. Ja, ist mal bescheuert, oder? Gut, okay, das wollte ich jetzt auch sagen. Dann muss ich mal stehen geblieben. Okay, wir kommen jetzt ja schön langsam zum Ende des heutigen Abends. Möchte ich auch noch eine musikalische Nummer machen, weil heute wirklich ein ganz hervorragender übrigens musikalischer Abend war, muss ich sagen. Radeschnik extrem gut, hat mir das gefallen. Aber auch vom Thomas, Gitarre spielenderweise, auch sehr, sehr, sehr gut gewesen, muss man sagen. Und ich möchte aber dazu sagen, also das mit der Klarinetten stimmt und so mit den Instrumenten, hört mal auf mit dem ganzen Blödsinn. Mit den ganzen Instrumenten, oder? Bitte, wenn man zu Weihnachten sagt, zu den Kindern so, magst nicht wieder mal Blockflöte spielen und so weiter, pack sie mal aus. Wer will denn das? Oder? Wenn sie dann spielen unterm Christbaum, so, das war alle Jahre wieder, war das zum Beispiel, oder? Wer will denn sowas? Deswegen sage ich immer, haut die Instrumente weg, schürt es ein, bitte, dann habt ihr es wenigstens warm daheim. Ja, man muss zeitgemäß Musik machen, zum Beispiel mit sowas, ja. Also mit einem Tablet, da drückt man dann drauf, da gibt es eine App, zum Beispiel das da drücke ich aufs Knöpfchen, hab schon einen fetten Beat, oder? Ist schon geil. Ja, nichts mit ja, ein fetter Beat. Und dann drücke ich da drauf, fetter Bass, Alter. Ja, oder? Ist schon geil, oder? Und dann kann man schon, und geht schon los, ja, und dann fällt mir gleich ein Text ein, komischerweise, ja. Ich drehe schon seit Stunden in Wien hier meine Runden. Ein Termin mit einem Kunden, die Adresse nicht gefunden. Ah yeah. Ich frage zwei Passanten, die unweit von mir standen, ob sie sich hier auskannten, wegen dem Weg zu meinem Mandanten. Drauf sagten sie zu mir voller Hohn, dafür gibt es doch sicher schon ein App, du Depp, du Depp, du Depp, ein App, du Depp, du Depp. Fürs Handy oder auch fürs Tablet gibt's ein App, du Depp. Ein App, du Depp, du Depp, du Depp, ein App, du Depp, du Depp. Fürs Handy oder auch fürs Tablet gibt's ein App to Tape. Ja, ist gut, oder? Das ist mal so, muss man Musik machen. So, ja. Normalerweise am Ende von der Nummer sind alle Leute so auf die Stühle, auf die Tische um und sagen, ja, gib mir mehr, ja, ja. Schauen wir mal, ob das heute funktioniert. Okay. Im Restaurant am Tisch, die Gräten von am Fisch. War leider nicht ganz frisch, mein Darm drückt bestialisch. Ah yeah. Ich hetze aufs WC, sag zu dem Fisch Ade, greif nach der Chlorolee, kein einzig Blatt dort seh. Die Putzfrau draußen voller Hohn sagt, fürs Popo-Wischen gibt's doch schon ein App, du Depp, du Depp, du Depp, ein App, du Depp, du Depp. Fürs Handy oder auch fürs Tablet gibt's ein App, du Depp. Ein App, du Depp, du Depp, du Depp, ein App, du Depp, du Depp. Fürs Handy oder auch fürs Tablet gibt's ein App to Tab. So, ja, ich merke die Stimmung, ihr seid gleich soweit. Ich treffe eine Frau mit so einem Vorbau. Ihr tief ins Auge schau, nach Hause im Schlepptau. Ah yeah.
Sie sagt, vielleicht ist gescheiter ein Kondom zum Schutze beider. Ich reiß das Packerl auf, doch leider weiß ich dann nicht mehr weiter. Drauf sagt sie zu mir voller Hohn, fürs Überziehen gibt's doch schon ein Epto-Tepto-Tepto-Tep, ein Epto-Tepto-Tep. Fürs Handy oder auch fürs Tablet gibt's ein Epto-Tep. Ein Epto-Tep, kann man voll ausflippen. Fürs Handy oder auch fürs Tablet gibt's ein Epto-Tep. Super, was man machen kann mit dem jetzt mal. So. Ja, Moment. Ja, das war schon der erste Schritt auf den Stuhl. Ich merk's. Okay, eine habe ich noch, ja. Meine Tochter ist 16. Sie ist bezaubernd schön. Die Buben Schlange stehen, ganz gamsig sie lächt sehen. Ah yeah. Ich sag, Maus, ich möchte beginnen mit Blumen und mit Bienen. Man kann sich auch lieb gewinnen ohne Enkel und Enkelinnen. Drauf sagt sie zu mir voller Hohn, Baba, dafür hab ich doch schon ein Epto-Tepto-Tepto-Tep, ein Epto-Tepto-Tep, kannst mitsingen. Fürs Handy oder auch fürs Tablet gibt's ein Epto-Tep. Also, Epto-Tepto-Tep. Fürs Handy oder auch fürs Tablet gibt's ein Epto-Tep. Jetzt Publikumsnummer. Das ist mal Künstlerbeschimpfung, geil, oder? Fürs Handy oder auch fürs Tablet gibt's ein Epto-Tep. Und einmal noch. Fürs Handy oder auch fürs Tablet gibt's ein Epto-Tep. Depp. Ja, ist mal geil, oder? Ist echt geil. Echt. Cool. So. Und? Ja. Brav, okay. Haben wir noch Zeit? Ich weiß es nicht. Thomas, wie schauen wir aus? Ich schnitze nach hinten was nach. Ist gleich ganz kurz, eine Minute. Also. Geht das? Da habe ich es brav. Dankeschön, Thomas. Dankeschön, Thomas. Freut mich, dass ich da heute sein hab dürfen, Eppa. So, okay, na, zum Abschluss nur noch ganz was Kurzes, weil die sich gedacht haben, wow, das ist ein Trottel und der macht so tiefe Schmähs und so. Mache ich noch zum Abschluss etwas Hochgeistiges, und zwar Erlkönig für, aber nicht den normalen Erlkönig, sondern den Erlkönig für die Jugendlichen, weil die kennen das ja nicht mehr, die kennen den Erlkönig nicht mehr, wahrscheinlich, weil sie die Sprache einfach nicht mehr verstehen, weil die hunderte Jahre alt ist, es geht da rein und da außer, die wissen das auch nicht, dass es von Schiller ist, die Trottel, oder? Das ist ja wirklich ein Wahnsinn mittlerweile. Und deswegen habe ich mir gedacht, übersetze den Erlkönig in die Sprache der Jugend. Schauen wir mal, wenn es nichts versteht, wisst ihr wieso. Gell? Okay. Dann heißt er nicht Erlkönig, sondern natürlich Earl King. Hey, Alter! Wer grüßt da so spät durch die Stadt? Das ist der Vater mit seinem Geschrapp. Er haltet den Kleinen mit seinen Muckis. Gerade so fest, dass nicht zu viel Druck ist. Hey, mein Sohn! Warum versteckst du deine Fresse? Hey, Alter, schau, der Earl King macht voll Stress. Der Earl King, der mit seinem Cape da vorbeiflog. Hörst du was auf die Klubschis? Das ist nur der Smog. Hey, du cooler Buddy, komm, ich zock mit dir. Eine fette Playstation steht zu Hause bei mir. Ein buntes Grasal könnt ihr da geben. Und ich check da Outfit. Aber nicht vom H&M. Hey Alter, checkst du nicht ab, was der Schwucko da zu mir sagt? Halt die Klappe, du Spasti! Red nicht so obszön! In unserem Ghetto, der Ghetto, der Föhn. Hey, du Checker, komm mit jetzt, weil meine Bitches zu Hause, die sind schon voll geil. Diese Schlampen stellen sich jede Nacht einen rein und die machen Moves. Da wird aus dem Schwein der Schwein. Hey, Alter, bin kurz vorm Ausflippen. Sie schnitt wie vom Earl King die Bitches da strippen. Hey, was ist mit deinem Brain? Das ist voll kaputt, ey. Da am Randstein steht der Zuhälter mit seiner Nutte. Ich like dich auf Facebook. Dein Body ist schön.
Und für den Fall, dass du nicht mitgehst, habe ich Pfefferspray. Ah, Alter, das klappst du mir an. Ich glaube, das reicht, dass man anzeigen kann. Dem Dad wird's zu heavy. Er gibt volle Gas. Der Boy, der lasst nur an letzten Angst Schaß. Kommt in die Einfahrt mit 200 Sachen. Der kleine Stot. Das ist nicht zum Lachen. Vielen Dank. Oh yeah. Oh yeah. Hallo, hört man mich? Daniel Lenz. Hey. Für die einen war's zu kurz und ein bisschen zu knapp hier im Comedy im Pub. Manche sind herinnen gesessen wie ein Grab im Comedy im Pub. Die anderen lachten sich schlapp in Comedy im Pub. Wir können wirklich froh sein, dass es momentan so schön ist und kein Schnee liegt. So wie immer am Nord- und Südpol. Doch was ist da? In der Schneesahara. Es ist ein Jetski. Ein Bestattungs-Jetski. Einen kräftigen Applaus für Matthias Nowoweski. Leider ist unsere Nummer 2 futsch. Er hat Kassen Maximilian Zirko Wutsch, also Witsch eigentlich, Wutsch, aber es hat jetzt nichts gereimt auf Witsch und so. Jetzt habe ich Wutsch gesagt, futsch. Aber ich habe mir gedacht, ein Dauergast hier in Comedy Pub, Peter, würdest du vielleicht einfach diesen Herrn Zirkovic einfach jetzt einfach mal mimen, brauchst du nur auf die Bühne stellen. Gerne einen kräftigen Applaus für Maximilian Zirkovic. Also unser Dummy. Ist aber wirklich hervorragend heute. Hey! Sehr gut. Manche Miezis, die werden nicht alt, die haben im Leben gar keinen Klick. Ein kräftigen Applaus für Radeschnik. Ja, er war so gern von da, aber er ist heute der Bayer. Ein kräftiger Applaus für Thomas Steirer. Hey.
So, wir brauchen Melodie. Ah, wir brauchen Melodie, richtige Melodie. Hey, kennst du den vom Tal? Kennst du den vom Tal? Geh weiter, den kennst. Na? Der Ford. Am Mercedes-Benz. Einen kräftigen Applaus. Für Daniel Lenz. So, gut. Hey. Das war Comedy Pub. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wirklich ein großartiges Publikum, großartiges Line-Up. Nächste Nummer über Song. Fußball nach Ende. Da Malier schon, die haben sich vorher überlegt, weil wir fressen hier in Kitas die Fenster finanziell. Ob wir jetzt noch Wetten annehmen wegen dem Champions League-Finale. Also er wird der Buchmacher sein und ich weiß auch, wie es ausgegangen ist und wird das manipulieren dann und so. Also, wenn er wer ein paar Euro überhält oder so, wir sind dann bei der Bar. Vielen Dank.